So, willkommen zur kleinen, ja, Umbau-Auto-Show. Hab mir jetzt doch überlegt, bei dem, ja, Community-Projekt von Steffen Bose, Tüdeltuning und ja, all den anderen, die da auch mitmachen, wieder mal mitzumachen. Hat ein bisschen länger gedauert, weil ich nicht wirklich wusste, welche Karre ich nehme. Letztendlich baue ich aber wahrscheinlich jetzt doch mehrere Karren. Ich will es aber nicht zu viel verraten. Eigentlich war das jetzt dumm. Es sollte doch vielleicht eine Überraschung werden. Die Karre hier auf jeden Fall, denke ich mal, ist ganz cool. Dazu kann man gleich mal nochmal was zeigen. Das habe ich jetzt natürlich hier wieder blöd hingelegt. Oh Mann. Hallo. Oh, ey. Und zwar. Schaut mal, was ich hier habe. Ihr kennt doch alle das alte Corona-Problem. Und wir mussten Masken tragen. So, ich habe damals viel von den Masken, sag ich mal, wiederverwertet, wegen auch Mülltrennung. Also sprich, ich habe diese Nasenklammer, dieses, ja, wie nennt man's? Ja, Plaste mit Aludraht. Der ein oder andere kennt das bestimmt. Immer mir aufgehoben, weil ich dachte, vielleicht braucht man es mal. Und das Geile ist, jetzt kann ich das wirklich benutzen, weil, guck mal hier hinten, spoilertechnisch, kommt dann nämlich da schön ran und wird. Ja, wie kann man das jetzt am besten zeigen? Mit einer Hand. Ich habe jetzt kein Stativ hier. Das ist auch so eine Nasenklammer von einer anderen Maske. Und das kommt jetzt einfach hier so ran. So. Und schon hat man praktisch, also natürlich auf beiden Seiten, und schon hat man denn, ja, einen Spoiler, der denn hier so rankommt. So ungefähr, ja, müsst ihr euch vorstellen. Man könnte auch einen Bosuzuka-Style machen. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal Spoiler, und das ist halt auch mit das Wichtigste bei diesem Bergrennen-Auto. Hill Climbing, also ich sag mal eher Bergrennen, ja, wir bleiben mal bei Deutsch. So, die Karre, wie gesagt. Habe ich natürlich schon mal vorbereitet. Und so sieht es aus. Meine Idee war eigentlich vorne das hier wegzumachen, so dass es praktisch so dann letztendlich aussieht. Also mit so einem offenen Motorblock. Muss ich mal schauen, wie ich das noch mache oder ob ich das mache. Innenraum. Ja, sieht ganz schön crazy aus, finde ich. Aber auch hässlich mit diesem Silber. Deswegen, das wird alles anders gemacht. Vorne natürlich, das bleibt schön Silber. Hinten der. Ja, was ist denn? Roll Cage ist es ja nicht wirklich. Irgendwas ist es. Auf jeden Fall bleibt das auch Silber. Und den Innenraum dann letztendlich mal farbig. Räder werden natürlich auch, glaube ich, gewechselt, schätze ich mal. Und ja, das denke ich mal, ist ein cooles Bergrennauto. Nicht ganz so oft gesehen, glaube ich, und deswegen kommt das bestimmt ganz geil. Schauen wir mal. So, diesmal kommt wieder mal der gute alte Abbeizer zum, ja, wie sagt man's? Jetzt hab ich das natürlich blöd gemacht. Man sollte auch zu Ende reden. Der Abbeizer kommt zum Einsatz. Hoffen, man sieht was, ja. Ja, sieht man. Wunderbar. Schön einmumpen. Tap, 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 tap. Düt, so. Tag, Tag. Falls der ein oder andere das noch nicht gemacht hat, muss auch dazu sagen, also die Leute, die mich hier verfolgen, also verfolgen klingt ja komisch, anschauen, wissen ja, wie viele Autos ich hier schon umgebaut habe in der ganzen Zeit. Und die Flasche, die dicke. Die dicke Flasche, man sagen. Die ist jetzt ja halb voll nur noch. Also eine Hälfte habe ich verbraucht. Oh, passt das hier überhaupt rein? Ja, ganz knapp, cool. Geil. Deckel rauf, fertig ist. Lassen wir erstmal einwirken, das Ding.
Nur noch mal kurz eine Info zu dem Zeug, was ich hier habe. Ihr müsst selber mal gucken, aber im Groben sind diese Dinger alle nicht mehr so schlimm wie früher. Damals war Abbeizer extrem aggressiv, hat auch hier auf jeden Fall Zeichen drauf. Bei mir ist hier überhaupt kein Zeichen drauf. Sicherheitshinweise gibt es hier. Grüße ihn mal an die rüber, die ja da irgendwie Problemchen haben. Bei dem Zeug hier braucht ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. Und wie gesagt, wer auf ganz Nummer sicher gehen will, macht eine Maske sich auf, um. Wobei das Zeug riecht nicht, das riecht sogar angenehm. Also, das ist absolut ein gutes Zeug, würde ich sagen. Ist ja fast wie Werbung, was ich hier mache. Nee, ich will nur sagen, weil es gab so einige Leute, die gesagt haben: Oh, nee, ich habe da Probleme mit irgendwie mit der Hände oder irgendwas. Der Zeug hier ist absolut, ja. Völlig in Ordnung. Braucht ihr euch keine Sorgen machen. Gut, und wie gesagt, hier sind auch keine so eine krassen Zeichen drauf. Das ist ja sogar bei der Sprühdose drauf. Guckt mal hier bei der Sprühdose. So ein Achtungszeichen, feuergefährlich, okay. Das hat jetzt hier nichts mit Handverätzung zu tun oder so. Trotzdem müsste das Zeichen hier auch drauf sein, weil auf der Hände sollte man den Lack auch nicht unbedingt kriegen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, Mann, viel zu lange. Ja, das nur dazu. Kicken hier rein. Was wir ja kurz schon gemacht haben. Oh, das sieht sehr gut aus. Müssen wir gucken jetzt, wie ich das hier am besten greife. Ah, okay. Oh, und da bleibt schon gleich ein Stück hängen. Boah, das sieht auf jeden Fall gut aus. Kriegst du dann das obere Stück gleich erstmal komplett abgemacht. Boah, das hier auch. Zack. Löst sich hier auf jeden Fall gut ab. Ihr seht das, wa? Boah, ey. Fett. Fett, die Kurski. Fett, der Kurska. Wutschuski. Boah, ich richtig gut ab. Theoretisch schon fast abklopfen. Nein. Man muss schon noch ein bisschen rumpuseln. Ein paar Fuselmuseln. Aber das ist hier schon mal sehr gut. Gut. Ich zeige euch das denn, wenn es komplett abgelöst ist. Boah, ich muss sagen, sieht echt geil aus hier mit diesen, ja, mit diesen Schweißnähten da. Hab ihn jetzt auf jeden Fall entlackt, wo ja mich eigentlich wieder dazu fast bringt, zu sagen, boah, Alter, bürsten und einfach in Sämeck machen. Passt aber eben nicht zu einem, ja, Bergrennauto, deswegen, er bekommt eine schöne Farbe. Aber die nächste Karre, die ich davon mache, wird auf jeden Fall ein Sämig. Ganz klar. Jüti, das dazu. Und es ist kein dazu. Ja, nur mal kurz für die Optik. So sehe die Karre aus, wenn jetzt in Sämig bleiben würde. Oh, ziemlich cool, ey. Oh, brachial, Alter.
Crazy. So, Freunde des Umbauens, haben wir jetzt doch entschieden, den auf jeden Fall in, ja, Sämek-Style zu machen, zu lassen, weil er so schön abgebeizt war. Das sieht jetzt richtig geil aus mit diesem, ja, einfachen Silber. Und habe natürlich hier noch eine Karre, die ich denn ja, farbig mache. Und man sieht hier, es ist nur gut geschliffen. Und das reicht auch meistens aus. Und wenn der Lack darauf kommt und dann noch Klarlack, also bei mir funktioniert das immer ganz gut. Man muss es nicht immer alles abbeizen. Ja, deswegen habe ich hier eigentlich zwei Bergrennautos, wobei der Sämek, der wird einfach so ein Zamak sein, ein Zamak. Nochmal versucht ein bisschen im Licht das besser zu präsentieren hier, aber ich weiß nicht, ob die Kamera hier mitspielt. Ich mache das alles mit der Digicam. Wird ja auf jeden Fall auch noch lackiert. Und da kommen auch noch bessere Bilder auf jeden Fall. Fakt ist, ich find's geil, mal endlich mal wieder ein Sämek zu machen. Sprich, eine Alu-Karre. Im, ja, wie sagt man, im rohen Style. Man kann auch sagen, roh. So, ich hoffe, das Licht ist jetzt hier nicht zu krass. Schön sämig. Ich weiß nicht, ob man sieht, wie das glänzt. Das ist auf jeden Fall super geworden. Ihm hier, das sieht man natürlich nicht, wa? Dafür ist es echt zu hell. Vorne einen weißen Schweif, dann kommt Pink und hinten diese andere. Muss ich jetzt nochmal gucken, wie die Farbe genau heißt. Auf jeden Fall sind es drei Farben. Dann habe ich die Innenräume beide schwarz gemacht. Ist ja nicht, habe ich bestimmt erklärt. Weil man hier hinten sieht man sonst das Silber durch. Gelben Sitz gemacht. Bei beiden einfach. Ja. Schauen wir mal, wie die zusammengebaut aussehen. Also das Licht ist zu dolle, glaube ich. Man sieht die Farben nicht richtig. Ist ja eh noch nicht fertig, das muss noch lackiert werden. Also zumindest der eine. Der ist eigentlich fertig, den werde ich jetzt zusammenkleben. Das soll natürlich nicht das Bergrennauto sein. Das ist einfach für mich eine schöne Sämek-Karre und auch einfach so zum Vergleich, wie es aussehen könnte, farbig und eben roh. Und ja, Lichter sind ja eh noch nicht gemacht, da muss ich auch noch ran. Also, es geht aber voran. Es geht voran. Du, 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 du. Cool, cool, cool.